So, heute geht es mal um ein ganz anderes Problem. Und zwar mit meinem PC habe ich das Problem, dass wenn der auf CPU 100% ist und ein bisschen rechnet, dann läuft er in das Thermal Throttling rein. Sprich, er hat erkannt, dass die Temperatur zu hoch ist. Und ja, dann friert er mal kurz ein, bis er sich ein bisschen abgekühlt hat. Und läuft dann weiter. Was total doof ist, wenn ich im Hintergrund Videos schneide und im Vordergrund dann noch irgendwie was machen will, dann ist der Prozessor ausgelastet. Irgendwann, ja, dauert nicht lang, eine Minute oder zwei, geht auf 100% und dann schaltet er hin und wieder den einen oder anderen Kern ab. Ganz ab. Also an Boosting oder wie das da heißt, gar nicht zu denken. Sondern er schaltet die komplett ab. Und ich habe im Verdacht hier die CPU, natürlich. Und da den Kühler, entweder ist mir der Kühler verstopft, aber das glaube ich gar nicht, weil ich habe da vorne habe ich ein Thermometer dran, das zeigt mir an, wie hoch. Ich habe da auch irgendwo einen Sensor drin reingesteckt. Wo ist er denn? Irgendwo da tief drin in dem Kühlkörper. Das zeige ich mir immer noch 55 Grad an. Und das Throttling geht bei 100 Grad los. Und ich schätze mal jetzt, dass das Problem ist, dass ich glaube, der Kühler wird sich drehen. Es kommt Hitze von der Grafikkarte, die ist passiv gekühlt, aber die hat nur 30 Watt. Es kommt Hitze von dem USB 3-Controller. Das ist ein altes Board, das hat nur einen USB 3-Controller und der funktioniert nicht so, naja, so super. Also mit einem Port und nur einem Gerät dran funktioniert er, aber mit mehreren oder einem Hub dran funktioniert er nicht mehr. Darum habe ich mir den mal geholt und der wird da hinten ziemlich warm. Darum habe ich da einen Kühlkörper drauf geklebt, damit ich das wenigstens ein wenig. Und ja, vorne kommt die Luft rein, dann geht sie hier lang und wird hier von dem rausgesogen. Und dann dachte ich, naja, wäre vielleicht eine ganz gute Idee, hier von der Grafikkarte auch gleich die Luft raus zu transportieren. Also es geht hier lang, geht hier runter und was der hier sich noch über den Weg rauswirbelt, geht da lang. Wäre es jetzt so, dass hier zu heiße Luft ankäme, weil das aufsteigt. Hier ist oben und da ist unten. Ja, dann wäre aber schon der Kühlkörper auf. Nicht auf 55 Grad, sondern auch auf 80 Grad, 90 Grad oder sowas. Drum denke ich, da ich den zusammengebastelt habe, 2009 oder so, und der jetzt 2008, 2009, der jetzt so 15 Jahre auf dem Buckel hat, denke ich mal, dass die Wärmeleitpaste darunter nicht mehr so richtig leitet. Vielleicht hat die sich verhärtet oder so. Und da will ich reingreifen und da will ich mal gucken, dass die ganzen Finnen hier von Staub befreien, damit das auch nochmal ein gutes durchpustet und gut die Wärme ableitet. Das ist jetzt so mein Plan. Dann werde ich das Ding wieder zusammenbauen und in HW 64 Info schauen, ob denn das Throttling dann nicht mehr vorhanden ist, weil die Kühlung gut ist. Ja, ansonsten ist das ja ein altes Pi55 Pro USB 3. Das ist, weiß ich noch, ganz hier PCI Express 2.0 nur. USB 3 war ganz, ganz neu. Das war extra teuer, das Board, weil es einen einzigen USB 3 Port an Bord hat. Und die Bridge hier ist auch nicht so toll. Ich merke es dann, die ist nur 3 Gigabit.
breit, das SATA-Interface, die Platten sind langsam, machen maximal so, selbst die SSD macht nur so 150 Megabyte die Sekunde. Ja, die CPU ist langsam, passend zu der Grafikkarte, die ist ungefähr gleich langsam. Und da habe ich kein Bottleneck. Aber jetzt habe ich halt das Problem mit der CPU, dass die throttelt. Gucken wir mal, was ich da machen kann. So, als erstes will ich mal gucken, ob die Lüfter alle laufen. Dazu starte ich den mal. Das war ein Reset. Ja, wo ist der Knopf? Da. Der läuft. Der läuft. Der läuft. Damit kann ich eigentlich schon wieder runterfahren. Also, die laufen alle. Ja, dann wollen wir mal den CPU-Cooler da abholen, abnehmen und mal gucken, wie sich die Wärmeleitpaste da gibt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das Ding zu montieren habe, weil schon knapp 15 Jahre alt. Aber naja, gehen wir mal so langsam und behutsam vor, dann wird das schon, oder? So, ich versuche das mal. Mit Kamera kann sein, dass mir die dann im Weg ist. Meine Hände werden auf jeden Fall im Weg sein, aber naja, besser schlechte Aufnahme und überhaupt eine Aufnahme als überhaupt keine Aufnahme, oder? Machen das mal hier irgendwie scharf und dann gucken wir mal. Hier ist der Pfeil nach links rum. Ich schätze mal, das heißt links rum ist festmachen. Dann wäre rechts rum nicht festmachen. Hat sich was getan. Machen wir mal über Kreuz. Vielleicht mache ich vorher mal die RAM-Regel raus, dann habe ich mehr Platz. Alter. Mal die RAM-Regel zur Seite. Mods drum teil, ne? Den und dann den und dann den und dann den. Gut. Dann drehen wir den mal entgegen der Richtung. Und den. Aber hier dreht sich noch der Original-Intel-Lüfter, ne? An den habe ich noch nicht. So. Jetzt guck mal, da ist auch der. Da muss ich gucken, dass ich den nicht abreiße. Temperaturfühler. So, jetzt ist dann die große Frage. War es das schon? Oder muss da noch mehr? Hier kommt auf jeden Fall mal der Lüfterregler ab. Hier kommt. Hab ich da reingestopft. Der Temperaturfühler, das sind sie hier so ganz kleine. Ja. Das zeigt mir dann die Temperatur an. Den parke ich jetzt mal kurz hier. Ja. So, jetzt muss ich den nochmal drehen, oder? Weiter geht nicht. Ich wusste auch nicht, wo ich die Installationsanleitung habe. Ist die Frage, kann ich das Ding jetzt nach oben abdrehen? Oder muss ich das ganze Motherboard rausnehmen? Und die Schrauben da unten lösen? Das wäre scheiß Aufwand. Ein unglücklich großer Aufwand. Es geht also. Also auf der Seite.
PIN vergessen. Das ist ja schief drauf, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Er scheint hier. Okay, komisch. Jetzt ging der los. Wahrscheinlich muss man doch in Pfeilrichtung und nicht andersrum. Nein. Der nicht in Pfeilrichtung. Also der eine wehrt sich nur. Was ist das für ein Patent? Das möchte ich mal wissen. Auf jeden Fall ist es ein Ding. Jetzt endlich. Okay, das Gewärmeleitpaste. Oh, die sieht sehr gequackelt aus. Hier? Die Finnen sind eigentlich recht frei alle. Ich werde da trotzdem mal mit dem Sauger rüber. Und hier einmal da. Kann man vielleicht noch ein bisschen reinzoomen. Na, kann man nicht. Dann geht der Abschnitt weg. Hier ist noch so ein bisschen. Ja, da sieht man es halt, dass die hier total trocken ist. Und sich hier so kleine Kanäle gebildet haben. Und da ist natürlich Luft drin. Und mir ist auch aufgefallen, hier ist noch Staub drin, oder? Kleine Wollmaus. Mir ist auch aufgefallen bei dem Throttling, dass sich da ein Kern dann irgendwie vermehrt throttelt und die anderen nicht. Da hat man hier wahrscheinlich nicht genug Paste. Das hier ist natürlich nicht plan. Und das hier ist Kupfer. Aber das macht eigentlich nur Sinn, wenn dieser Kupfer. Drum ist es eigentlich gar nicht so falsch, dass nur hier der Blob ist. Ich stelle das mal hier hin. Ja, gehen wir mal da rein, zoomen wir mal raus. Also, das hier ist Kupfer und hier merke ich, das ist nicht plan. Das könnte man jetzt natürlich hier alles plan schleifen. Das ist aber dann auch nicht so der Hit. Weil man dann der Chipsatz liegt wahrscheinlich auch eher hier und das ist noch Headspreader, also hier schätze ich mal nicht so das Die. Das guckt hier vielleicht an dem Rand so ein ganz klein bisschen raus und wenn man das hier gut ein mit Wärmeleitpaste, dann sollte das schon passen, aber die ist hier halt irgendwie alt. Die werde ich dann versuchen, mal mit Alkohol zu entfernen. Dasselbe hier unten, um ihn auch sauber machen. Die CPU. Meine alte i5-750. Und kann ich mal kurz markieren. Das bringt dir so nicht viel. Das geht ja wieder ab, wenn ich da Alkohol mache. Naja, wahrscheinlich kann ich sie gar nicht falsch einsetzen. Wo oben und unten ist. Ja, beide mal sauber machen. Und ich habe jetzt leider nicht die allerbeste Paste da.
sondern nur hier so eine Silikonpaste von Arctic Cooling mit 5, sieht man nicht, ne? Ja, mit 50% Silikon. So, machst du vielleicht zu scharf? Mit 50% Silikon, 20% Carbon, 30% Metalloxid. Also halbe halbe. Die habe ich auch schon ein paar Jahre. Aber da ist die Konsistenz eigentlich noch ganz gut. Habe ich natürlich, bevor ich das Ding auseinandernehme, einmal kurz getestet. Ist, die war aber, glaube ich, teuer. Das ist ein MX4 oder sowas. Oder MX2 oder was es da gerade gab zu der Zeit. Und naja, die kommt da drauf. Schlechter kann es nicht werden. Ich will mir sowieso irgendwann, das Ding ist einfach zu lahmarschig geworden. Ja. Das, naja. Wenn man maximal 150 Megabyte hat, hat keine M2-Slot. Die SSDs sind halt nur da drüber. Dafür hat es dann noch einen alten ISA-Slot irgendwo. Kann man auch noch benutzen. Hier ein Parallel-ATA hat es noch. Ja. Und, naja. Aber irgendwie, so als Arbeitsrechner hat es immer gereicht. Allerdings, wenn ich jetzt was kompiliere und das Ding schläft ein, ist natürlich nichts. Okay, dann machen wir mal sauber, würde ich sagen. Klar ist, hier an diese Sachen, die müssen plan bleiben. Es wird zwar ein bisschen ausgeglichen durch die Paste dann, die da wieder drauf kommt, aber das hier muss plan bleiben. Also nicht mit Metall dran gehen, sondern ein bisschen mit dem Tuch und Alkohol. Und wenn man dann doch ein bisschen mehr, dann nimmt man einen Plastikspatel oder einen aus Holz. Dann kriegt man das alles weg. Und ja, dann kommt neu drauf und dann wird das hier wieder reingesetzt. Ich frage mich noch immer, wie der Mechanismus geht. Der geht irgendwie so und dann drehen oder was? Wird sich dann zeigen. So, da ist jetzt die CPU. Intel Copyright 08 2008. Die ist 15 Jahre alt, die CPU. Die habe ich jetzt schon sauber gemacht und ich glaube, die war so auf dem Kopf drin. Hier haben wir das Dreieck. Da unten haben wir da das Dreieck, also müsste die hier rein. So, passt. Oh, sieht gut aus. Jetzt nehmen wir mal hiervon. Und sehen so, dass wir da eigentlich, weil das ein rundes Ding ist, einfach nur in der Mitte so ein Bomb. Oh, das haben wir, oh, das ist schon zu viel fast. Das haben wir reichen. So, und der kam ja jetzt, hehe. Wie hatte ich den drauf? Eigentlich ist das ja egal, aber ich hatte irgendwas, wo der dann hier rumging und da rumging und so ganz gut hing, ne? Ich glaube, so war das. Jetzt muss ich diese Proppelchen da unten irgendwie reinkriegen. Die gehen hier sowieso, die lassen sich hier so drücken. Sorry für den Fokus. Und jetzt erstmal hier so auf. Ja, einen reingedrückt.
Und der will nicht, hä? Und runterdrücken. Interessant. Dann mal den runterdrücken. Okay, das hält. Ja, und der macht jetzt hier. Okay. Der gibt nach, das gefällt mir nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Weil das bestimmt natürlich auch den Anpress druckt. Der gibt es leicht nach. Jetzt nicht mehr. Und da muss man die hier nochmal anziehen, oder was? Weiß ja nicht. Nee, damit kriegt man sie auf. Entgegen geht's zu. Jetzt hat er kein. So, mal gucken, ob sich das lösen könnte. Nee. 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 Sieht doch gut aus. Und dann kommt der hier wieder rein. Kann man sogar hier nochmal durchfummeln. Ich glaube, da kommt auch diese Kurve her. Und dann. Da rein fummeln. Ja, hier ist der. Keine äußeren Führungsschienen, oder? So passt das aber. Dann haben wir den darum gefummelt und jetzt müssen wir natürlich unseren Temperatursensor da wieder reinpröppeln irgendwie. Schön tief reinstecken. Ich habe hier noch was von dem vielleicht ein bisschen höher, oder? Was von dem Schlauch mit rein. Das hält dann besser. Das habe ich, glaube ich, geknickt. Tiefer geht nicht rein. Ich glaube, der ist schon hier, da an der Mitte. Soweit, so gut. Kommt das beim Reader rein? Das hängt mir hier so im Weg. Mit den riesen Alu-Kühlkörpern da. Muss ich ja was hermachen, oder? Passt ja auch farblich, oder? Hier dieses. Wie nennt man das? Anduisiertes?
Blau. Und hier auch das Blau. Das ist ein Barthaar von mir drin. Und hier das Blau und die Karte im Blau. Aber heute ist ja ein PC nichts wert ohne RGB-LEDs. Wenn ich mir die heutigen kann. Die haben ja immer ein Sichtfenster hier. Diese Gaming-PCs, die High-End-PCs. Die Gaming-PCs. Muss man haben. Und RGB. Und es muss in allen Farben leuchten. Gott. Da denke ich mir immer, alter Schwede, die kosten noch nichts, die RGB-LEDs, da kann ich dir alles Mögliche reinbasteln, dass das blinkt, das nervt auch nur. Und dann so ein Sichtfenster. Wichtig ist, dass die Spannungswandler hier, die sind da drunter, dass die gescheit sind und eine gescheite Kühlkörper drauf. Ja. Das ist ganz gut hier, denn das Design ist ganz praktisch, weil der zieht hier, damit zieht er auch hier die Luft ein bisschen durch, wird das auch gekühlt. Dass die jetzt so riesig sind, die Rahmenriegel, ist ein bisschen doof, weil jetzt hier dieser Luftfluss, der von da kommt, ein bisschen unterbrochen wird. Und der kann sich jetzt hier nur noch da so zwischenschleichen und dann hier so. Naja. Und da so ein bisschen, obwohl das auch zu, so ziemlich. Hier ist noch so ein bisschen Platz. Ja, ist nicht optimal, aber ich habe das schon ewig, dieses Gehäuse. Ich liebe das, weil es ist alles komplett Alu. Alles Alu. Also alles, das Motherboard ist natürlich hier unten angeschraubt. Das geht hier. Das Gehäuseplatte hier ist auch Alu. Alles wird, weil Alu sehr gut leitet. Ja, nicht so gut wie Kupfer, aber gut leitet. Alles wird die Wärme schön ans Gehäuse verteilt und das gibt dann auch nochmal die Wärme ab. So, jetzt bin ich fertig. Mit meinem. Das Gehäuse habe ich noch länger, das hier von Lian Li ist. Ist das? Das hat mal, weiß ich nicht, 120 € oder so gekostet. Heute bezahlst der. Du bezahlst heute 300, 400 € für das. Das wird gar nicht mehr hergestellt. Ja. Trotzdem brauche ich mal einen neuen PC. Ich hätte ja auch überlegen können, ob ich da nicht ein i7 rein tue, jetzt irgendwie gebraucht auf eBay kaufe. Aber das ist alles. Das ganze PCI Express 2.0 ist über. Es ist keine M2 drauf. Also, es ist einfach viel zu alt, das System. Obwohl, dieser alte CPU hat einen Vorteil. Der hat noch nicht die ganzen Optimierungen drin. Jetzt haben sie schon wieder eine Sicherheitslücke in Intel-CPUs, in AMD-CPUs übrigens auch, gefunden, bei der, die hervorgerufen wird durch die Code-Optimierung und dieses vorausschauende Denken der CPU. Ja, was könnte ich denn als nächstes gebrauchen? Das könnte ich mir dann auch schon holen und bereitstellen. Das kennt das Ding noch nicht. Also von daher ist es eine Sicherheitslücke weniger. Ja. Alles klar. Dann werde ich die jetzt mal wieder zusammenschrauben und das ganze Zeug wieder anschließen. Und ja, erstmal könnte ich mal gucken, ob es überhaupt noch läuft, oder? Aber da habe ich irgendwie keine großen Bedenken. Mal schauen. Sonst war die CPU immer so auf 55 Grad. Machen wir mal an. Der Kamera ist nicht sehr viel Platz. Ah, geht nicht an. Vielleicht sollte ich am Netzteil vielleicht noch mal auf anmachen. Geht immer noch nicht an? Doch. Oh, dreht. Und 27 Grad hat das jetzt, aber das hat natürlich nichts zu sagen. Ich mach mal aus, bevor der Windows-Bootloader da anschlägt. Ich merke auch, die eine Platte fühlt sich nicht wohl. No, reset. Die Platte. Na, bleibst du aus? Die Platten sind auch schon
sehr alt mitunter. Da war SATA noch neu, also die sind auch schon über 10 Jahre, aber laufen noch. Manchmal, ich habe sie dann auch mal ausgetauscht, weil sie dann zu klein waren. Aber manche. Oh. Ja. Manche sind 10 Jahre und laufen noch. Und ich höre immer in den neuen Systemen, oh ja, Platte hält 3, 4 Jahre, dann ist die kaputt. Hä? Ich habe noch alte Platten. Letztens habe ich meinen Amiga rausgeholt. Der ist Baujahr 85 und so gegen 87, 88 habe ich da eine 40 Megabyte, ja, Mega, nicht Giga, 40 Megabyte MFM-Platte eingebaut, die dann auch noch Hardsektor formatiert, nee, Low-Level-Format heißt das, auf RLL. Und damit 65 Megabyte rausgeholt aus den 40 Megabyte. Das ist ein anderes Aufzeichnungsverfahren. Ja, da hat man nur eine magnetische Oberfläche gehabt und konnte die noch selber Low-Level formatieren, Leute. So war das vor 30 Jahren. Nun bin ich alt. Und die hatte ich letztens mal mein Amiga 1000 wieder eingeschaltet. Nach 30 Jahren läuft die immer noch. Scheiße, nee, 83? 85? Ach, 40 Jahren fast. 40 Jahre ist das Ding schon fast. Läuft die immer noch? Also, klar, die neuen Platten sind viel empfindlicher, weil viel dichter zusammen. Aber da muss ich auch drauf zusehen, dass die dann auch gescheit funktionieren. Ja. Aber es geht jetzt sowieso alles jetzt in Richtung SSD. Ja, ich will da mal schrauben und dann testen und dann berichte ich euch nochmal.